Hallo liebe Schachfreunde, heute zeige ich euch eine Partie von Magnus Carlsen gegen Jan Nepomniachtchi von der Chess960 Weltmeisterschaft 2022. Das hier war die Ausgangsstellung. Wir haben zwei Springer im Eck. Das empfinden manche als sehr problematisch. Nun, ganz so schlimm ist es in der Regel allerdings nicht. Größere Sorgen hätte ich um die Entwicklung des Läufers G1. Man wird wohl den F-Bauern ziehen müssen, um ihn ins Spiel zu bringen, und da ist immer die Frage, ob dann die G-Rochade auch sicher genug sein wird, über die Diagonale H2-B8 den Läufer zu entwickeln. Ja, das führt dann natürlich tatsächlich zu Problemen der Springerentwicklung, der sich natürlich nur ungern vor den Läufer auf G3 entwickeln möchte. Was gibt es sonst noch zu sagen? Für den Läufer auf D1 müssen wir, wenn wir in Richtung Damenflügel entwickeln, auch wieder den weißen Springer im Eck berücksichtigen. Aber vielleicht findet der Läufer auch am Königsflügel gute Perspektiven. F3, H5 eventuell bieten sich an, je nachdem wie Schwarz eben reagiert. Und dann ist ein besonderes Merkmal natürlich der schwache Punkt G7, den der Springer im Eck sofort ansteuern könnte. Und Magnus Carlsen hat tatsächlich Springer G3 gespielt und Jan Nepomniachtchi antwortet ganz pragmatisch mit G6. Er möchte einfach keinen Ärger haben mit Springer F5 oder Springer H5. Nun, natürlich verstellt das auch dem Eckspringer sein wichtigstes Entwicklungsfeld, und wem das nicht gefällt, der könnte hier bequem auch mit F5 eröffnen. Springer H5 wäre viel zu früh, hier könnte Schwarz mit G6 antworten und Springer G7 wäre ganz schlecht wegen König F7 und der Springer geht auch sofort verloren. Das ist eine ganz bekannte Methode, wie man sich gegen so eine Idee mit Springer G7 verteidigen kann. Also in der Partie kam G6 und Carlsen setzt fort mit B4. Es kam F5, C4 und E5. Ja, und nun muss der Läufer G1 irgendwie ins Spiel gebracht werden. Den Schwerfiguren am Damenflügel hat Carlsen schon Raum verschafft. Mit den Leichtfiguren am Damenflügel wollte er sich noch nicht festlegen. Also F3 hier. Das ist ganz vernünftig. Irgendwie muss der Läufer G1 ja ins Spiel gebracht werden. Allerdings kommt nun tatsächlich Läufer H4. Diese Fesselung erzwingt mehr oder weniger Läufer F2 und es kam Springer B6. Ja, und die Folgen dieses an und für sich natürlichen Zugs hat Nepomniachtchi offenbar nicht gründlich bedacht. Hier war Zurückhaltung besser, zum Beispiel C6, Läufer B3, Springer C7 und nach der G-Rochade Springer E6. Oder auch nach C6, Läufer B3, B6, Rochade, Läufer E6. Aber Springer B6, wie gesagt, ist ein bisschen optimistisch. Nepomniachtchi dachte sich, dass, wenn der Springer angegriffen wird, er über D5 nach F4 gehen wird und dort sehr interessant und stark stehen wird. Aber das hat Carlsen besser eingeschätzt. Er spielt hier tatsächlich C5 und das ist ein mächtiger Vorposten. Dieser Bauer ist bombenfest und Schwarz wird ja nicht nach A8 gehen, sondern er hat Springer D5 gespielt. Aber dieses Feld ist eigentlich für den Bauern vorgesehen gewesen. Und Carlsen hat tatsächlich sogar auch noch E4 gespielt. Das ist ein Gegenstoß im Zentrum, ein Angriff auf den Springer D5 und auch auf den Bauern F5. Springer F4, klar, nun ist G2 bedroht. Es kommt die G-Rochade von Weiß und Läufer E6. Das deckt das Feld F5. Aber Weiß hat am Damenflügel viel erreicht. Er hat schönen Raumvorteil. Der Springer F4 steht sicherlich auch nicht schlecht, aber er ist neutralisiert im Moment. Springer B3, Springer F7. Schwarz ist bereit, den F-Bauern zu opfern. Ja, optisch scheint das alles ganz gut für Schwarz zu sein. Seine Leichtfiguren sind immerhin auch entwickelt,
aber er darf nicht übermütig werden, denn seine wichtigsten Figuren, und das sind natürlich sein König und die Dame auf B8, die stehen definitiv noch nicht richtig. Letztlich ist es daher ein riskantes Opfer und vorsichtiger war an dieser Stelle die Gero-Schade. Natürlich hätte Weiß nach D4 eine bequeme Stellung, aber sein Vorteil wäre sicherlich nur gering. Nach Springer F7 kam auch D2, D4 und es ist hier Weiß der Erste, der hier ganz klare Drohungen aufstellt. D4, D5 natürlich droht mit Gewinn des Läufers. C6, das verhindert D5 und öffnet der Dame die Diagonale. Aber noch ist das natürlich nur eine vage Hoffnung, dass die Dame von B8 dort einmal gut herauskommen wird. E schlägt F5 und Magnus Carlsen greift zu. Warum auch nicht? Seine Entwicklung ist fast vollendet. Einzig der Läufer D1 noch nicht entwickelt. Sein König ist in Sicherheit. Da kann man es natürlich schon wagen, diesen Bauern erst einmal zu gewinnen. Nach E5 ging es mit GF5 weiter. Springer schlägt F5, Läufer schlägt F2, Turm F2, Läufer schlägt F5 und Dame schlägt F5. Und nun die C-Rochade von Schwarz. Das ist die mehr oder weniger forcierte Variante, die nun zu dieser interessanten Mittelspielstellung führt. Weiß hat einen Bauern mehr, aber es zeigt sich, dass genaues Spiel vonnöten gewesen wäre hier, um tatsächlich einen Vorteil herauszuholen. Und das gelingt Magnus Carlsen hier nicht. Er spielt hier Läufer C2 und das ist, wie schon angedeutet, ungenau. Und gleichzeitig ein häufiges Phänomen. Kaum hat man Materialvorteil, schon spielt man ungenau. Schauen wir hier den natürlichen Zug Läufer E2 einfach erst einmal an. Schwarz würde vermutlich E schlägt D4 und Springer schlägt D4 und nun einen Abzug des Springers F7 spielen. Das wäre Springer H6. Nun zeigt sich, dass die weiße Dame hier vorne doch sehr exponiert steht. Sie kann den ungedeckten Springer auf H6 nicht angreifen. Dame G5 würde Springer H3 zur Folge haben. G schlägt H3 und Turm G8 natürlich mit Damengewinn. Also das geht nicht. Die Dame müsste sich nach C2 zurückziehen und dann könnte Schwarz tatsächlich Dame E5 spielen. Und hier kommen einem schon Zweifel, ob der Mehrbauer, den Weiß hier immer noch hat, ob dieser Mehrbauer tatsächlich überhaupt etwas wert ist. Die Dame steht mächtig im Zentrum und schon ist das Spiel unklar. Ja, und angesichts einer solchen Variante kommt einem vielleicht die Idee, die Diagonale der schwarzen Dame geschlossen zu halten. Und damit meine ich den Zug D5. Dieser Zug erweist sich als hochinteressant und sehr gut im positionellen Sinne. Es ist klar, dass C schlägt D5 und B4 B5 dem Weißen einen sehr starken Angriff bringen wird. Nein, Springer D5 ist die kritische Variante, aber hier hätte Weiß das starke Springer D2, dieses Umgruppierungsmanöver und die Ideen Springer E4 und Läufer B3 tauchen auf und führen tatsächlich zu einer wunderbar harmonischen Stellung für Weiß. Schauen wir uns hier zum Beispiel Springer B4 an, Läufer B3. Ja, und wenn Weiß nun tatsächlich noch zu Springer E4 kommt, dann steht er positionell klar überlegen. Die Variante E4, Dame E4, Springer E5, Dame B4, Springer D3 reicht aber auch nicht aus. Am Ende dieser Variante steht Weiß hier auch klar besser. Hier reicht die schwarze Aktivität nicht aus, um den etwas exponierten weißen König anzugreifen. Eine andere Fortsetzung nach diesem interessanten Springer D2 wäre Springer F4.
Das richtet sich gegen Springer E4. Hier könnte Schwarz mit Springer H6 ausgleichen. Die Dame kommt von dort hinten nicht mehr in sichere Gefilde zurück. Aber Läufer B3 ist hier gut und nach Springer H6 der Rückzug Dame C2. Und nun wird die Drohung Springer E4 immer konkreter. Auch die Fortsetzung D5, C schlägt D6, Dame D6 und Springer E4 führt zu leichtem, aber eben doch stabilen Vorteil für Weiß. Also diese Variante, die galt es zu finden. Hier in dieser Stellung also D4, D5 nebst Springer D2. Magnus Carlsen hat es nicht entdeckt, er hat Läufer C2 gespielt und nun kam E schlägt D4 und Springer D4 und erst einmal Turm DE8, noch kein Abzug des Springers und auch hier ist die Stellung schon unklar, Schwarz hat schon Kompensation für den geopferten Bauern. Turm D1. Das visiert das Feld D7 an, Springer E5 und hier ist jetzt dieser Abzug und ärgerlicherweise hat Carlsen seiner Dame das Rückzugsfeld C2 selbst verstellt. Dame H7, Turm H8, Dame F5 und nun Springer C4, noch ein Riesenzug von Nepomniachtchi. Das droht Springer E3 und räumt der Dame B8 die Diagonale. Und damit wendet sich tatsächlich das Blatt zugunsten von Schwarz, dessen Figuren auf einmal wesentlich aktiver und harmonischer sind als die weißen Figuren. Weiß hat hier Springer C6 gespielt. Das sieht wie eine starke Antwort aus, weil es den Punkt D7 angreift. Vielleicht hat Carlsen in der Vorausberechnung sogar diese Stellung auf dem Schirm gehabt, aber die schwarze Antwort, die jetzt kommt, übersehen. Schwarz hat hier tatsächlich schon gewinnbringenden Angriff, kann man wirklich schon sagen. Es beginnt hier mit Springer E2. Dieses unangenehme Springerschach öffnet der Dame B8 den langen Weg nach H2. König F1 geht nun natürlich nicht wegen Springer E3 Schach, also bleibt Weiß nur Turm schlägt E2 und nun aber Dame schlägt H2 natürlich und auf einmal passt bei Schwarz alles zusammen und sein Angriff ist tatsächlich schon durchschlagend. König F1, auch König F2 führt zur gleichen Partievariante. König F1, Dame H1, König F2, Turm schlägt E2, König E2 und Dame G2, alles erzwungen. Auch König D3 ist hier erzwungen, sonst würde Weiß schon matt gesetzt. Und Springer B2 und damit ist völlig klar, dass Schwarz auf Gewinn steht. Nun fällt der Turm mit Schach bzw. nach König D4. So war die Partiefortsetzung, kam B schlägt C6 und Weiß hat keinerlei Angriffschancen, weil der König die Wirkungslinie des Turms nach D7 verstellt. Dame E5, Weiß versucht hier im Trüben zu fischen, greift den Turm an, aber Turm H4 war die Antwort und Carlsen hat noch Läufer E4 gespielt, aber die Partie gleichzeitig aufgegeben. Natürlich wäre die schwarze Antwort Springer D1 gewesen. Ja, in dieser Partie haben wir wieder ein typisches Phänomen gesehen, wie es bei der Chess960-Weltmeisterschaft zu beobachten war. Die Spieler kümmern sich in der Regel nicht um die ersten Probleme. Hier hätte Nepomniachtchi ja besser und vorsichtiger fortsetzen sollen. Springer B6 war ja nicht die beste Variante. Aber die Spieler setzen dann ganz stark auf ihr intuitives Gefühl, auf ihre kreativen Fähigkeiten. Und dieser fulminante Gegenangriff, den Schwarz hier aus dem Hut gezaubert hat, war schon ein beeindruckendes Beispiel. Ja, auch ein schönes Beispiel für den natürlichen Angriffsinstinkt von Jan Nepomniachtchi. Und wenn es im modernen Schach um ideenreiche Angriffe gehen soll, dann kommt man
an den Partien von Jan Nepomniachtchi definitiv nicht vorbei. Das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns in einer Woche beim nächsten Video. Und in eigener Sache darf ich euch in diesen Tagen immer wieder auch auf das Schach 960 Festival der Deutschen Schach 960 Stiftung aufmerksam machen, das im Januar in Berlin stattfinden wird. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.